Ja, moin Pyrus, wie ihr seht, habe ich hier den ID-Prospekt für die Schweiz. Ab dem 30.07. ist dort aufgrund des 1. August, das ist der Nationalfeiertag in der Schweiz, ein Feuerwerksverkauf. Einen anderen Prospekt habe ich jetzt noch nicht gefunden, das ist der erste. Ich denke mal, da wird noch was kommen. Und ja, wir haben hier zu Beginn drei fette Vulkane für jeweils 11,99. Ich denke mal, dass das Schweizer Franken sind. In der Kategorie 3 ab 18. Ja, schön in der Schweiz gefertigt. Der Color Dream, der Magic Light und der Swiss ist von Beko. Daneben haben wir eine Pyramid-Batterie für 30 Euro. Die hat 25 Schuss, eine Effekthöhe von 50 Meter und brennt 40 Sekunden lang. Die heißt Witches. Hier nochmal der Hinweis: Alle angebotenen Feuerwerksartikel dürfen ohne Fachausweis gekauft werden. Also, wenn ihr 18 halt seid, dürft ihr das holen. Und bei 16 dürft ihr halt hier Raketen und sowas holen. Okay, das jetzt nicht, aber die sind zum Beispiel ab 16, warum auch immer. Und ja, wir haben hier zuerst das Spektrum. 22 Raketen, 40 Schweizer Franken, teilweise nur mit einem Knalleffekt, also es haben nicht alle einen Zerleger. Dann haben wir die Kayagu oder von Kayagu die Bolero-Raketen für 30 Euro oder Franken, Mann. Ja, ich bin Euro gewöhnt, deswegen. 4 Euro pro Rakete oder sogar mehr. Ist natürlich nicht jeder bereit zu zahlen. Ich weiß nicht, wie das von eurem Geldstand in der Schweiz ist, ob das für euch viel ist oder ob das wenig ist, keine Ahnung. Ja, sind auch über 50 Gramm, glaube ich, drin in den Raketen, sind auf jeden Fall fett. Dann das Skywash-Raketenset, 30 Raketen, 24,95. Ja, kann man mitnehmen, wenn man Raketen mag. Es sind natürlich auch nicht alle mit Knalleffekt, soweit ich weiß. Und dann haben wir hier das letzte Raketenset, wofür ich keine Empfehlung aussprechen werde, auch für Deutschland, wenn wir das hätten nicht. Für 20 Euro bekommt ihr hier 20 Raketen. Ihr habt hier 6 Treiberraketen und die hier oben, die zwei größeren, die haben auch nicht alle einen Zerleger, denke ich mal, weil hier sind hier diese Symbole drauf und hier nicht. Also, ja, muss man selber wissen, ob man das Ding mitnimmt. Dann habe ich hier vier Batterien. Einmal die Colorius, fängt langsam an mit Quäcklingstern und römischen Lichtern, kriegt dann teilweise auch dicke Zerleger. Hier könnt ihr euch auch ein Video anschauen, der Link ist unten in der Beschreibung. Kopiere ich mir schon mal. Und ja, 100 Schuss, 50 Euro. Dann haben wir hier die Lambada 2.0, 35 Geld. Hat dicke Zerleger und ja, 35 Sekunden Brenndauer, 35 Meter Effekthöhe. Und dann haben wir hier als letzte, nee, als vorletzte Batterie die Armageddon, ein richtig fettes Teil, aber meiner Meinung nach keine 50 Geld wert. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist da mit den Preisen. Ja, brennt 70 Sekunden, hat auch ein richtig geiles Finale, also definitiv angucken und ja. Dann haben wir hier die Witches vom Anfang. Nochmal, hier habt ihr nochmal eine Beschreibung der Effekte, 40 Sekunden, 25 Schuss und so weiter. Schönes Finale auch bei. Und dann kommen wir zu den letzten Artikeln. Ich will das jetzt hier nicht unnötig lang halten. Haben wir hier ein Pack aus drei Schweizer Vulkanen. Ein großes mit 60 Sekunden Brenndauer. Das ist der, keine Ahnung, Magic Crackling oder sowas steht da. Weil ich kann das nicht lesen, sorry. Und dann haben wir links den Colorstar und rechts den Gold-Silver. Denke ich mal, dass das da steht. Ja, ich krieg das Bild auch leider nicht größer. Ja, 45 Sekunden Brenndauer, die beiden äußeren und der in der Mitte halt 60 Sekunden. 24 Geld. Dann haben wir die Vulkan von Weko sind die. 6,99, zwei Stück, 45 Sekunden Brenndauer jeweils. Und zu guter Letzt haben wir dann nochmal die Vulkane vom Anfang. Ja, hier die drei mit deren Beschreibung, was halt da rauskommt. Der Swiss hat die Silber-Titan mit roten Sternen, Magic Light Gold mit Blinkstern und der Color Dream Gold mit Farbstern. Genau. Der Link, ich weiß jetzt nicht, ob ich den schon kopiert habe, ich mache es jetzt nochmal, werde ich euch in eine Beschreibung reinklatschen. Ihr könnt euch das ja gerne nochmal anschauen und ja, ich hoffe, ich finde noch ein weiteres Prospekt und ansonsten bis zum nächsten Video und tschüss.